Okay, hello, it's the Martian. Space Jam Jardins. I want this shit forever. Wake up and smell the garden. Fresher than the harvest. Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Fallout 4. Wir sind heute wieder dabei, irgendwelche Abenteuer zu bestehen. Wir sind wieder hier an der Kirche. Ich mach mal schnell hier auf die Karte. So, wir wollen hier so lang. Da hinten wollen wir hin. Gehen wir mal. Ach genau, das war hier. Da waren wir ja hier unten. Hier sind wir reingeschlichen von unten. Oh, was haben wir denn da? Den Kern habe ich hier noch gar nicht gesehen. Den nehmen wir erstmal mit. Den Kern nehmen wir erstmal mit. Wir werden jetzt mal uns hier lang bewegen. Oh, hier. Hier ist sogar noch ein Fusionskern drin. Den Fusionskern nehme ich mit. Nein, ich wollte den Fusionskern mitnehmen. Der ist nämlich voll langsam. Alter, wie viel. Nee, das ist mehr. Das ist natürlich eine schöne Power-Rüstung. Aber ich will eigentlich nur den Fusionskern haben. Mal schon 10. Oh ne, hier. 900er, ein bisschen was, ja. Auf jeden Fall ist hier ein neuer Anzug. Ist auch wunderbar. Wir gehen jetzt Richtung, ah, hier lang. So, in diese Richtung. Ah, da haben wir auch ein Häuschen. Was haben wir denn da drin? Ich wette, dafür bekommt man einen Haufen Kronkorken. Für das Geld, meinst du? Zweifle ich eigentlich. Patronen sind gut. Die Pistole, naja. Naja. Aber meint er vielleicht die Taschenuhr? Man weiß es nicht so genau. Okay. Wir haben Gesellschaft. Also, du kriegst auch nichts hin. Kriegst überhaupt nichts hin, Preston. Leichte Hunderüstung. Den nehmen wir mal mit. Ach, eine Kochstation. Beraten und mehr. Das sieht schön aus. Eine schöne Animation auf jeden Fall. So, wir folgen weiter der Straße. Wir suchen uns neue schöne Orte. Da links waren wir schon. Da sind Ghule. Da habe ich irgendwo Feuer. Dann ist irgendjemand getötet. Ein Gunner. Gunner-Notiz.
Die Gunner-Notiz. Diverses. Ich habe die Information, die Bande in Meantown Brauerei sieht gefährlich aus, aber ihr Anführer hat das Laserding, wie der Kontakt es gesagt hat. Mit dem richtigen Trupp können wir uns das Teil holen. Genau, von der Brauerei haben wir jetzt schon öfters was gehört. Meantown Brauerei. Karte aktualisiert. Nee. Bientenbrauerei. Bientenbrauerei, da will ich auch sowieso hin. Ja. Da werde ich mal reingucken. Das heißt, wir gehen jetzt von hier aus weiter. Und dann von der Wasserstation aus nach links hier. Kommen wir nämlich über die Brücke rüber. Nee, gar nicht. Wir müssen auch immer eine Brücke haben. Gibt es nur eine eigentlich. Dieser links. Die da. Weil wir werden nicht schwimmen. Und ganz außenrum ist blöd. Da sind wir schon mal rübergelaufen. Wir waren noch nicht in dieser Brauerei drin. Waren aber schon bei dem Haus da. Bus haben wir uns aber gar nicht angeguckt, glaube ich. Und hier unten? Hier unten sind wir lang gelaufen. Ja, genau, mit ihm. Und sind dann rechts nach oben. Zu dieser anderen Fabrik da. Mit dem. Von der Stählernen Bruderschaft. Von der Polizeistation. Na, dann kannst du hier so lange laufen. Hier waren wir halt auch schon mal rübergelaufen, als wir zu dieser Farm sind, die wir da hinten hatten. Aber wir waren noch nicht da drin und da wollen wir rein. Da haben wir nämlich ja auch von dem staatlichen Vorratslager erfahren, dass da einer ist, der ganz komisch heißt. Und dass da eine Frau entführt haben soll. Da werden wir mal gucken, was hier so abgeht. In der Bientenbrauerei. Hier gibt's eine Tür. Aber bitte, Autos bringen mich nicht um. Die will ich mitnehmen. Hier gibt's eine Tür. Da gibt es Abwasserkanäle. Es ist halt die Frage, ob man da durch die Abwasserkanäle auch rein kann. Es könnte möglich sein. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Na super. Ja. Das war jetzt wieder mal ein Fail. Da wollte man einen schönen Ort suchen, einen schönen Geheimweg, aber nein, den gibt es leider nicht. Ja.
Dann werde ich an der Stelle auf jeden Fall mal einen Red Away nehmen. Und ein Stimpack. Wir haben ja eigentlich sogar auch noch ein Skillpunkt. Können wir natürlich auf Stärke tun. Damit möchte ich immer noch starker Rücken haben. Ein Level brauche ich noch. Ne, drei noch. Ja, mache ich jetzt mal einen nochmal wieder auf Stärke. Ich nehme hier jetzt starker Rücken kriege. Das ist die Frage, gehen wir jetzt hier durch? Oder nehmen wir die andere Tür hinten? Wir nehmen mal die andere Tür. Viel ist hier nicht los. Wünschte, ich hätte eine Gasmaske. Wünschst du das? Ich hätte es eigentlich mehr erwartet hier drin, irgendwie Gegenwehr oder so. Oh, da ist doch wer. Ist nichts mehr. Was denkst du denn? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist Gespenster. Mach's noch lauter und offensiver. Ist die vielleicht geschlafen? Da drin könnte sich alles Mögliche verbergen. Ja, das könnte es. Vor allem Bier. Flaschen und volle Bierflaschen. Irgendwas zur Brauereiführung. So, Begrüßungszentrum. Preis für die Entführung 25 Euro, kostenlose Bierprobe 5. Kostenlos. Bierprobe 5 Euro, aber kostenlos, ja. Aha. Ja, irgendwie. Bla, das ist alles Mist, was da steht. Alles Mist. Nichts Wichtiges auf jeden Fall. Ah, da hinten.
Also ich finde manchmal ist diese Musik sowas von heftig laut. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mir ist das eindeutig irgendwie ein bisschen zu laut. Ich glaube, hier drin bekommt man ja kaum noch Luft. Malpinsel haben wir gefunden. Also ich hätte irgendwie auch mehr erwartet in diesem Raum, der abgeschlossen war. Aber irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Schädel. Patronen, das. Auch nicht mehr. Zwei Stimpacks. Scheiße, was war das? Was ist das? Ich glaube nicht anders oben. Aber. Oma, du bist. Wo ist der kleine Wichser hin? Stiehlt dir deine Bierflaschen. Sieht aber auch nicht ganz gesund aus, der Typ. Das er war. Ach, hier. Aufzug. Preston, erschreck mich doch nicht so. Ist mir nochmal fertig. Wo ist der Typ hin? Mir ist Gwyneth zwar lieber, aber im Notfall reicht ein Schluck Beantown. Gwyneth braucht noch ein Rezept. Was zum Teufel war das? Du bist sowas von tot! Tom der Turm. Wieder ein Sieg für die Minutemen. Ja, es war Tom der Turm. Okay, ich habe irgendeinen Laser gefunden. Terminal von Tom der Turm. Das D ist er schon mal nicht. F, L oder E. Das war's auch nicht. Bevor es nicht geht, lieber nochmal neu. Pole. None.
Na also. Probleme. Die Crew wird langsam nervös. Haben zwar noch jede Menge Bier, aber das Essen wird langsam knapp. Hab Sparta und ihre Crew aus dem AADTSL losgeschickt, um was zu finden. Aber wenn wir nicht bald was Essbares auftreiben, werden die Jungs abhauen. Das staatliche Vorratslager wäre die beste Lösung, aber die Eltern von Lilith und Red Turret haben den Schlampen wohl nie beigebracht, dass man seine Sachen mit anderen teilt. Wenn wir nichts von Sparta hören, werden wir bald einen angreifen müssen. Da waren wir ja auch schon. Hab Scheiße gebaut. Wir haben versucht, das Lager zu stürmen, aber Lady Red und ihr Crew haben sich da wie Zecken verschanzt, haben die Hälfte meiner Männer erledigt, bevor wir abhauen konnten. Drake und Hot konnte immerhin ein paar Geiseln nehmen. Vielleicht können wir sie gegen ein paar Friendly-Latzkuchen eintauschen. Immerhin brauchen wir jetzt nicht mehr so viel Essen. Jackpot. Lily. Scheiße, das ist Lily. Die Schlampe wurde ich überall wiedererkennen. Drake hat die Geisel vom Überfall in mein Zimmer gebracht. Und als ich Lily gesehen habe, wusste ich, alles wird gut. Alles wird gut. Na, jetzt wird Red einen Deal mit uns eingehen müssen. Es sei denn, sie hätten ihre Schwester gerne in kleine Stücke zurück. So viel Essen. Ich habe noch nie so viel Essen gesehen. Als ich ihr gesagt habe, dass wir ihre Schwester haben, dachte Red, ich verarsche sie nur. Aber ein Brief von der kleinen Schwester brachte da schnell Klarheit. Jetzt kommen massenweise Kisten an. Und Rekruten. Wenn das so weitergeht, können wir uns dieses Jahr noch Croft oder DB Tech vornehmen. Scheiße, wie konnte sie entkommen? Ich habe die Schlampe am Boden festgekettet. War noch halb am Schlafen, als sie mich ergriffen hat. Dachte, ich würde auf ihre Beine zielen. Scheiße, jetzt ist überall Blut. Ich muss hier sauber machen und die Leiche irgendwo deponieren. Das darf keiner wissen. Wenn sie Red erfährt, dass ihre Schwester tot ist, wird sie einen Scheißdreck geben. Aha, sie ist tot. Problem gelöst. Heute ging ein Gerücht über eine fette Karawane rum. Die ganze Crew ist los, um sie sich zu schnappen. Nur ist sie leider nicht aufgetaucht, weil sie es gar nicht gibt. Wäre alles unterwegs waren, habe ich Lily in einen Fässer deponiert. Ich glaube sogar, dass sie Geschmack verbessert hat. Damit wäre schon mal ein Problem gelöst. Aber die Gang ist tot. Falls wir nicht weiter Lebensmittel geliefert bekommen, und das heißt, Lillys Briefe müssen weiter rausgehen, ich sollte mich wohl mal nach Schriften umsehen. Jemand hat Red und ihre ganze verdammte Crew ausgeknipst. Ich werde ein paar Leute losschicken, um sicherzugehen, dass wer auch immer den Laden gesäubert hat, sich dort jetzt nicht einnistet. Dann können wir den Lager plündern. Hoffentlich haben die nicht so viel mitgehen lassen. Scheinbar hat jemand Jared ausgeschaltet. Ich habe den Chemiemuseum Bastard zwar gehasst, aber er war keine Waschlappen. Wir brauchen mehr Knarren. Ja. Ja, sie ist tot. Ist in irgendeinem Fass verschwunden. Das ist natürlich sehr traurig. Und ich bin wieder mal zu schwer. Wo ist er denn jetzt? Jetzt, wo man ihn mal braucht? Ne? Hey. Ich bin ganz Ohr. Willst du Vorräte tauschen? Kein Problem. Nimm mal mir ein bisschen was ab. So, wir fahren mal mit den Fahrstuhl runter. So, wie komme ich jetzt hier raus aus dem Haus? War ich eigentlich da hinten schon? Ah genau, hier ist, kann man auch noch raus. Ja, das ist schön, aber es ist doch mein Schrott. So, haben wir auch die Brauerei gelöst. Lily konnten wir leider nicht retten, aber sie war wahrscheinlich sowieso eine Art Raider. Das waren alles Raider hier draußen. Man weiß nicht so genau, was hier so abgeht bei den Menschen.
Als nächstes können wir mal nach College Square gehen. Von dort aus werden wir hier nochmal hier so abarbeiten. Bis nach Diamond City rein. Und in Diamond City werden wir dann mal uns um die Hauptquest weiter kümmern. Und dann sollten wir aber auch mal wieder hier nach rechts loslegen. Für den Valentine Nick, genau, die bunte Stadt. Ach genau, suche Snip auch mal, können wir noch mal gucken. Der Weg zur Freiheit. Ja. Nein. Achso, genau, jetzt wollen wir noch. Achso, das war mir gut. Das müssen wir auch noch mal machen. Sprich mit Shirley Maters. Ja, genau, das müssen wir auch noch mal. Erkunde Combat Zone. Also, wir machen. Oh, was denn? Suche nach dem Baumarkt. Wo ist der Baumarkt? Naja, hier wird wahrscheinlich irgendwo ein Baumarkt sein. Nehme ich mal stark an. Aber wird nach College Square gehen wir jetzt nochmal eben. Das heißt, wir gehen wieder zurück. Gehen wir zurück? Ja, wir gehen wieder zurück. Wir haben auch noch eine zweite. Angeblich irgendwo. Da können wir zurück. Wahrscheinlich kommen wir hier gar nicht hoch, ne? Nein, ja. Du gehst schwimmen, ich lieber nicht. Ich laufe mal lieber andersrum. Die Schüsse gehen mir auch wieder aus in der normalen Pistole. Ja, habe ich ja diese hier benutzen. Habe ich ja noch 1000. Dann könnte ich mal hier vom Maschinengewehr bauen. So, da sind wir auch schon wieder in der Stadt. Da werden wir nächstes Mal anfangen. Und dann sei an dieser Stelle auch schon wieder. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ach, wir haben aber noch 3 Sekunden. Warte, werden wir nochmal hier eben schnell hingehen. Oh Mann. Und es bricht natürlich ab. Cool. So, aber das, bevor wir da jetzt reingehen und uns verstrahlen lassen, sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal.